frei nach dem Motto, gehe nicht über los, ziehe keine 5000 Euro ein, heiße ich euch hier auf dem Gefängnis Purgatory willkommen. Und wir haben hier noch einen Wandsafe, ganz untypisch für ein Gefängnis. Ja, wir haben im letzten Part die Jack befreit, die wir ja eigentlich rekrutieren sollten. Und die war aber irgendwie ziemlich sauer und hat alles kurz und klein geschlagen mit ihren biotischen Fähigkeiten. Und ich würde sagen, wir müssen Jack hinterher, weil das, glaube ich, besser ist für sie und für alle anderen, die hier auf dem Gefängnisschiff so sind. Also, Sie sind wertvoll, Shepard. Wenn ich sie verkaufe, dann könnte ich leben wie ein König. Aber sie machen zu viel Ärger. Wenigstens kann ich Jack wieder einfangen. Das glaube ich kaum. Sie sind ein mieser Sklavenhändler und ich habe dafür keine Zeit. Ich erledige die unangenehmen Sachen, die Regierungen abwälzen. Es ist zum Wohl der Galaxie. Was muss ich ihm da tun? Einer weniger, um den wir uns sorgen müssen. Stelle Kontakt her. Ah, okay. Ach, der hat so eine Art Schutzschild und den Schutzschild müssen wir deaktivieren. Verstehe. Ärger hinter uns. Okay. Wow, da sind welche. Da ist nochmal einer. Mensch, steckt der viel ein. Ohne Probleme. Ja. Okay, Nummer 2 deaktiviert. Okay, wenigstens liegt hier ein bisschen Munition. Okay. Jawohl. Mist. Wo ist denn da noch einer? Ja, ich auch, Morgan. Carlos. Und dann muss ich dich wohl. Oh ne. Ach, das war gar nicht der Garus. Fliege unter schwerem Beschuss. Ja, und wo ist der Typ? Ach, der ist wahrscheinlich. Aha. So. Ha, dein Schildgenerator ist deaktiviert. Ich zünde sie an. Ach, je. Oh, ah, ich habe ihn erledigt. Okay. Oh, Jack. Was zum Teufel wollen Sie? Oh, die wollte sich wohl nicht von Cerberus befreien lassen. Sie retten. Sie sind in einer üblen Lage und ich werde Sie hier rausbringen. Scheiße, Sie klingen wie ein Waschlappen. Ich gehe mit Ihnen nirgendwo hin. Sie gehören zu Cerberus. Mein Feind sein ist ungesund. Na und? Warum ist es wichtig, ob ich zu Cerberus gehöre? Die kleben mir seit Jahren am Arsch.
Und immer wenn ich freikomme, setzen sie ein hohes Kopfgeld auf mich aus. Deshalb war Direktor Kirill auch der Ansicht, er sei mit meiner Gefangennahme auf Gold gestoßen. So kann man sich täuschen. Ich bin nicht Ihr Feind. Ich bin hier, um Sie um Hilfe zu bitten. Sie tauchen in einer Cerberus-Fregatte auf, um mich irgendwo hinzubringen. Halten Sie mich für bescheuert? Ja, na, das wäre super Antwort. Leute, was ihr für Dialoge hier designt. Was sind Ihre Optionen? Dieses Schiff wird in Flammen aufgehen. Wir können Sie in Sicherheit bringen und bitten um Ihre Hilfe. Wir könnten Sie bewusstlos schlagen und mitnehmen. Versuchen Sie es ruhig. Vielleicht sollten wir das. Nein. Wir werden Sie nicht angreifen. Gute Entscheidung. Wenn Sie wollen, dass ich Sie begleite, müssten Sie mir schon was anbieten. Was wollen Sie? Verhandeln ist unnötig. Schließen Sie sich mir an, dann werde ich für Sie tun, was ich kann. Keine Versprechungen, die Sie nicht halten können. Ihr Schiff hat sicher jede Menge Cerberus-Datenbanken. Ich will Einsicht. Ich will wissen, was Cerberus über mich weiß. Wenn Sie mich im Team wollen, lassen Sie mich die Datenbanken durchgehen. Okay, also ich meine, wir sind ja selber von Cerberus nicht so hundertprozentig überzeugt. Also sagen wir einfach mal ja. Ich gebe Ihnen vollen Zugriff. Sie sollten besser aufrichtig mit mir sein. Warum zum Teufel stehen wir dann noch hier rum? Gehen wir. Ja, da haben wir eine ziemliche Auseinandersetzung, die zwei, also Cerberus und die Jack. Stufenanstieg, jawohl. Missionszusammenfassung. Gefangene mit dem Namen Jack für das Team rekrutiert. Verrat an Shepard durch Purgatory nicht hinnehmbar. Konnte Geldüberweisung zum Glück zurückbuchen. Muss möglicherweise Schritte gegen Blue Suns einleiten, um Konsequenzen von Einmischung zu demonstrieren. Mhm. Schadenschutz, Schrotflinte, das. Bricht schließen, jawohl. Huch, mir ist gerade mein Kopfhörer, der Stecker rausgerutscht, sorry. Ja. Jetzt haben wir eine zusätzliche Crew-Mitgliederin oder ein Crew-Mitglied. Oh. Willkommen auf der Normandy, Jack. Ich bin Miranda, Shepards Stellvertreterin. Auf diesem Schiff werden Befehle befolgt. Sagen Sie dem Cerberus-Cheerleader, sie soll Abstand halten, Shepard. Ich bin nur wegen unserer Abmachung hier. Cerberus-Cheerleader. Oh oh, zwei Frauen. Und wir quasi mittendrin. Naja gut, im Augenblick nicht, aber sie bekommt die Dateien jetzt. Miranda gibt Ihnen Zugriff aufs System. Lassen Sie mich wissen, was Sie finden. Hören Sie das, Schätzchen? Wir werden Freundinnen. Sie, ich und jedes peinliche kleine Geheimnis. Ich bin dann unten im Frachtraum oder irgendwo an der Unterseite und lese. Ich stehe nicht so auf Durchgangsverkehr. Halten Sie Ihre Leute von mir fern. Ist besser so. Ja, ich kann Miranda da schon verstehen, dass sie da ein bisschen mit dem Kopf schüttelt. Gut, ich meine, es war ja auch nicht unsere Idee, die zu rekrutieren. Der Unbekannte wollte sie ja unbedingt haben. Besprechen wir da. So. Ja, dann würde ich sagen, starten wir mal wieder unseren Gesprächsdurchgang hier überall. Mal ganz kurz hier runter gucken auf unseren E-Zero-Kern. Ja, reden wir doch mit Mordin, ob er was zu sagen hat. Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Ich will über Sie reden. Haben Sie mal eine Minute Zeit? Später vielleicht. Versuche zu ermitteln, wie das Schuppenjucken an Bord der Normandy kam. Eine Geschlechtskrankheit, die ausschließlich von Varen übertragen wird. Schlussfolgerung beunruhigend. Noch etwas? Alles klar, Mordin. Auf Wiedersehen. Zurück an die Arbeit. Bin hier, wenn Sie mich brauchen. Okay, Mordin hat uns gerade nichts zu sagen. Dann versuchen wir unser Glück bei Kelly. Jacks Tätowierungen sind wunderschön. Bestimmt genauso bunt wie ihre Vergangenheit. Allerdings macht mir ihr Temperament Sorgen. Wie meinen Sie das? Sie haben Sorgen wegen Jack? Sie wird im Einsatz absolut verlässlich sein, aber ihre Einstellung lässt auf tiefgreifende persönliche Probleme schließen. Sie stößt andere zurück, geht aber freimütig mit Sexualität um. Ich glaube, sie versteht selbst nicht, warum sie so handelt.
Es würde mich nicht überraschen, wenn sie ihnen Avancen macht. Aber falls sie ihren Respekt wollen, sollten sie sich das gut überlegen. Ich werde vorsichtig sein. Ich werde mein Bestes tun, um sie nicht zu verärgern. Warnen Sie mich, falls Sie versagen, damit ich mich rechtzeitig verstecken kann. Wie auch immer. Was gibt's? Wie geht es der Crew? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Sie haben ungelesene Nachrichten auf Ihrem privaten Terminal. Noch etwas, Commander? Ich weiß nicht, haben wir schon alles mit ihr geplaudert? Ich glaube schon, aber... Haben Sie mal einen Moment Zeit? Für Sie habe ich immer Zeit, Commander. Okay, nee, haben wir schon alles. Schon gut. Ich gehe besser. Okay, vielleicht reden wir später mit... Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Danke, Kelly. Dann sehen wir uns dann mal die Nachrichten an. Prototyp wiederbeschafft. Dass Sie den Hammer unversehrt wiederbeschaffen konnten, war gute Arbeit, Commander. Es wird für uns noch sehr nützlich sein. Außerdem erhalten die Daten des Notfallsenders der... Das haben wir doch alles schon, oder? Ja, den haben wir schon. Also, Alarm, Sicherheit gefährdet. Projekt Feuerganger, das war knapp auf Karumto, Shepard. Bei der Analyse des Senders, den Sie zur Übertragung Ihrer Funde benutzt haben, ist eine beunruhigende Tatsache ans Licht gekommen. Die MSV Rosalie hat ohne Autorisierung Signale an einem unbekannten Zielort gesendet. Vermutlich verfolgen die Geth auf diese Weise Dr. Case und Dr. Olloy. Wir konnten aus den Daten außerdem die genaue Position von Dr. Case proteanischer Fundstätte entnehmen. Er war überzeugt davon, dass dort eine Enthüllung von bahnbrechender Bedeutung wartet. Sie sollten schnellstmöglich dorthin fliegen, um eventuelle bereits abgelaufene Beschaffungsmissionen der Geth zu unterbinden. Angelaufen, Entschuldigung. Jo, gut, dann machen wir das natürlich auch, aber wir wollen als nächstes mal mit Joker sprechen, ob der auch irgendeinen witzigen... So, Hadley, wie werden Sie denn Ihren nächsten Urlaub verbringen? Glauben Sie wirklich, wir kriegen nochmal einen Landgang? Natürlich. Shepard stellt das beste Team zusammen, das die Galaxie je gesehen hat. Wir werden ihnen in den Arsch treten. Sie haben sicher recht, Matthews. Okay. Hadley und Matthews sind sehr zuversichtlich. Ja, wir wollten ja mal hören, ob der Joker was über Jack zu sagen hat. Okay, Shepard. Freut mich, dass Sie zurück sind. Aber behalten Sie bitte den Neuzugang im Auge. Wir haben nur begrenzt Platz für Geisteskranke. Okay. Wie läuft's im Cockpit? Gehe ich recht in der Annahme, dass hier oben alles reibungslos läuft? Das war es, bis das Ding jede meiner Bewegungen hinterfragt hat. Es lässt absolut nichts durch. Sie haben absichtlich Wartungsberichte manipuliert, Mr. Moreau. Nicht manipuliert, geschönt. Ich runde immer die Arbeitszeiten auf, dann stehen wir bei einer Überprüfung besser da. Harmlos. Machen Sie das nicht noch einmal. War's das? Ruhe, alle beide. Ist doch harmlos. Harmlose Kosmetik. Edi soll sich nicht so haben. Wie Sie meinen, Shepard. Ja, gehen Sie schmollen. Ich hab gewonnen. Joker. Schon gut, nichts für ungut. Schönes Spiel. Auf Wiedersehen. Das wär's im Moment. Bis dann, Commander. Ja, lassen wir Joker auch mal gewinnen. Ja, gut, dann wäre jetzt Jacob der Nächste. Aber ich glaube, den Jacob, den sparen wir uns dann fürs nächste Mal auf und machen lieber noch einen Codex-Eintrag. Planeten und Orte haben wir auch. Schiffe und Fahrzeuge. Die Silaris-Panzerung der Asari kann sogar der gewaltigen Hitze und kinetischen Energie von Raumschiffwaffen widerstehen. Der Grund für ihre unübertroffene Festigkeit liegt im Hauptmaterial begründet. Ein Gewebe aus Kohlenstoff-Nanoschläuchen und durch chemische Gasphasenabscheidung hergestellte Diamanten. Setzt man dieses Gewebe dem Quetschprozess in Masseneffektfeldern aus, werden die Schichten zu einem unfassbar dichten Material zusammengepresst, das extremen Temperaturen standhält. Der Prozess kompensiert außerdem die spröde Natur normaler Diamanten. Diamantenpanzerung hat allerdings zwei klare Nachteile. Erstens, die Preise für Nanoschläuche und die Herstellung von CGA-Diamanten sind zwar in den letzten Jahren gefallen, aber es ist nach wie vor nahezu unbezahlbar, Raumschiffe oder Flugzeuge, die größer als ein Jäger sind, mit dem Silaris-Material auszurüsten. Zweitens, die Panzerung wird an der Außenstruktur des Schiffes angebracht
Und eine Waffe mit ausreichend Feuerkraft kann trotzdem durch Schockwellen die Metallschichten darunter zerstören. Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass Silaris-Panzerung wegen der Diamanten glitzert. In Wahrheit ist die Farbe eher metallisch-grau oder gelblich aufgrund von Stickstoffunreinheiten in der Atmosphäre während der extrem heißen Schmiedephase. Okay, die Silaris-Panzerung, auch sehr interessant. Ja, Leute, das war's für diesen Part. Ich würde sagen, wir sprechen mit unserer Crew dann im nächsten Part weiter. Und dann stürzen wir uns auch schon wieder in das nächste Abenteuer. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.